Das war der erste Teil von Präludium und Fuge über BACH von Franz Liszt, mit dem der Klaviervirtuose dem großen Thomaskantor Johann Sebastian Bach seine Referenz erweist. Haben Sie noch den Anfang im Ohr? Fulminant und unerhört ist das. Einen solch dramatischen Beginn konnte in der Orgelliteratur vorher allenfalls die berühmte D-Moll-Toccata, eben jenes Johann Sebastian Bach, bieten. Und Sie ahnen es sicher, womit das Pedal beginnt, sind die Töne B, A, C, H, gespielt auf den gleichnamigen Tasten. Als musikalisches Material sind diese vier Töne schon früh als Reminiszenz an Bach verwendet worden, als Signatur bekanntlich auch von Bach selbst. In Liszts Stück kommt diese Keimzelle in verschiedensten Konstellationen vor, zum Beispiel in virtuosen Figurationen. In langen Akkorden. Oder als Ausgangspunkt einer ruhigeren Melodie. Liszt schreibt eine Musik, die stets im Verändern und Entwickeln begriffen ist. Gemeinsam mit seiner Fantasie und Fuge über Ad nos, ad salutarem undam, war das auf der Orgel in der Mitte des 19. Jahrhunderts etwas ganz Neues. Angeregt wurde Liszt zu seinen Orgelwerken durch die jungen Virtuosen Alexander Winterberger und Julius Reubke. Sie waren in der Lage, Liszts Vorstellungen einer neuen, virtuosen Orgelspieltechnik umzusetzen. Präludium und Fuge über BACH war ein Auftragswerk für die Einweihung der Orgel des Merseburger Doms, erbaut 1855 von Friedrich Ladegast als damals größter Orgel Deutschlands. Jedoch ist das Stück nicht rechtzeitig fertig geworden. Es konnte erst mit einem Jahr Verspätung uraufgeführt werden. Ein Zeitungsrezensent schreibt dazu: Das neue Werk Liszts birgt Gewaltiges. Das Ganze aber als Ganzes zu überschauen, verlangt auch von dem geübtesten Ohre ein mehrmaliges Hören, wohl gar Lesen und Spielen. Die Orgeltechnik hat hier einen bis jetzt unerreichten Höhepunkt erstiegen. Neuartig für damalige Ohren war auch Liszts orchestral gedachte Klanggestaltung mit schnellen und häufigen Wechseln von Dynamik und Klangfarben. Auf vollmechanischen Orgeln wie in Merseburg war das aufwendig zu realisieren und ohne versierte Assistenten nicht möglich. Diese neuartige Klanggestaltung sorgte jedoch auch für heftigen Gegenwind, wie folgendes Zitat belegt. Die alten Organisten, die es gewohnt waren, eine Viertelstunde mit demselben Klang zu spielen, schrien Zeter und Mordio über diese Entweihung der Kirchenorgel. Liszts Bach-Verehrung war schon immer sehr groß. Er war 1850 Mitbegründer der ersten Bach-Gesellschaft in Leipzig,
Er spielte Bachsche Klavierwerke in seinen Konzerten und richtete Orgelwerke für das Klavier ein. Bewusst wählte er für sein BACH den weitgehend außer Mode gekommenen Werktitel Präludium und Fuge. Er bezieht sich damit direkt auf Bach und seine vielen gleichnamigen Klavier- und Orgelwerke. Unkonventionell ist in seinem BACH auch der Aufbau der Fuge. Sie beginnt noch mit einer regulären Themenexposition, bei der nach und nach die vier Stimmen eintreten, im Charakter Mysterioso. Im Folgenden spielt Liszt fantasieartig und frei mit dem BACH-Thema. Zunächst in einem fulminant virtuosen Teil. Bisweilen ist das Fugenthema auch raffiniert in schnellen Figuren versteckt. Zur Demonstration einmal ohne, dann mit diesen Figuren. Die Fuge setzt sich zusammen aus ganz verschiedenen, charakteristisch gestalteten Abschnitten. Fast so, als ob in jedem dieser Abschnitte, mit jeweils anderen Worten, den vielen Facetten der Musik Bachs und seiner Musikerpersönlichkeit gehuldigt werden soll. Ich spiele jetzt dieses großartige Werk für Sie im Ganzen. Thank you.
Sie hörten Musik aus der Glocke, dem Konzerthaus in Bremen. Es spielte für Sie Stefan Leutold an der großen Sauerorgel von 1928. Tonmeister war Felix Epp.